Zach Sobiech ist 14 Jahre alt, als er erfährt, dass er an unheilbarem Knochenkrebs erkrankt ist. Er beschließt, der Nachwelt etwas zu hinterlassen, seine Musik. Kurz nach seinem 18. Geburtstag ist Sobiech nun gestorben. Zuvor wurde er zum Star und Vorbild. Zach Sobiechs Geschichte beginnt 2009. Mit Schmerzen in der linken Hüfte geht der Jugendliche aus Minnesota zum Arzt. Die Diagnose verändert sein Leben. Ein sogenanntes Osteosarkom, ein bösartiger Knochentumor, sitzt in seinem Beckenknochen. Auch seine Lunge ist befallen. Die Ärzte sehen keine Überlebenschance. Doch Sobiech lässt sich nicht unterkriegen. Er beschließt, Popstar zu werden. Ende 2012 veröffentlicht er den selbstgeschriebenen Song Clouds. Es ist ein rührendes Abschiedslied für seine Familie und seine Freunde. Und es macht Sobiech weltberühmt. Über 3 Millionen Mal wird der Song auf YouTube angeklickt. In Apples iTunes Store kann Clouds erworben werden, ebenso das Album Fix Me Up. Die Erlöse spendet Sobiech an Forschungsprojekte, die nach einem Heilmittel für seine Krankheit suchen. Über 100.000 US-Dollar kommen so zusammen. Erst 2 Wochen vor Sobiechs Tod veröffentlicht Regisseur Justin Baldoni eine ganz spezielle Version von Clouds. Zach, such a beautiful song. This is for you. Schauspieler wie Bryan Cranston, Ashley Tisdale und Sarah Silverman greifen darin selbst zum Mikro und singen das Lied in ihre Webcams. Als Unterstützung und Anerkennung. I fell down, down, down to this dark and lonely hole. Eine bewegende Dokumentation mit dem Titel My Last Days, meine letzten Tage, zeigt, wie sich Sobiech von der Welt verabschiedet. Mit seiner Freundin Amy holt er das erste Date nach, das sie wegen eines Arzttermins hatten verschieben müssen. Das romantische Picknick findet im Stadion der Minnesota Vikings statt, Sobiechs Lieblings-Football-Team. Und auch seine Eltern machen ihm eine besondere Freude. Sie schenken ihrem Sohn eine Fahrt in seinem Traumwagen Nissan GT-R, den er sonst nur in Videospielen fahren konnte. Sobiechs letzter Eintrag bei Twitter stammt vom 12. Mai. Ich schaue Harry Potter. Seine Familie und seine Freundin sind bei ihm, als er 8 Tage später stirbt.